den ich gerade erwähnt habe, ich habe ja gesagt, der Prophet Sassam sagte, wer einen Muslim bedeckt, seine Fehler bedeckt, seine Sünden bedeckt, Allah subhanahu wa ta'ala wird auch seine Fehler und seine Sünden am nächsten Tag bedecken. Es gibt einmal einen anderen Wortlaut, da sagt der Prophet Sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der die Fehler und die Sünden der anderen bedeckt, Allah bedeckt seine Sünden, seine Fehler im Diesseits sowie auch im Jenseits. Das heißt, selbst hier in der Dunya, du machst Sünden, du machst Fehler, du hast irgendwas gemacht. Allah subhanahu wa ta'ala bedeckt es. Warum? Weil du auch die anderen bedeckt hast. Und wir machen ja selber auch Fehler. Wir machen selber auch Sünden. Wenn wir die Fehler und die Sünden der anderen bedecken, dann bedeckt Allah subhanahu wa ta'ala auch unsere Sünden und unsere Fehler.